Die Schöne und das Biest habe ich schon als Vierjährige geliebt. Ich habe den Film als Kind 100 Mal gesehen und seit ich selber Kinder habe, wahrscheinlich 1000 Mal. Es war für mich der perfekte Film. Und da stellt sich die Frage, warum braucht er ein Remake? Es war eine tolle Möglichkeit, die Geschichte als Realfilm neu zu erzählen und Belle nach 25 Jahren nochmal als moderne Heldin auf die Leinwand zu bringen. Wenn man etwas so sehr liebt, möchte man ihm auch gerecht werden. Das sind natürlich große Fußstapfen, in die wir da treten. Wer ist da? Komm ins Licht! Wir haben das beste Team, das man sich wünschen kann. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass der Film so fantastisch wird. Hallo! Sie können reden! Ich bin hier nur von den tollsten Schauspielern umgeben. Es gibt so viele Charaktere mit Kultstatus. Alle haben sich enorm ins Zeug gelegt, damit ein magisches, unvergessliches Filmerlebnis entsteht. Schön, dich kennenzulernen. Ich war schon bei einigen aufwendigen Drehs dabei, aber dieser hier war unglaublich. Zeig mir das Mädchen. Die Musik ist was ganz Besonderes. Was, wenn sie die eine ist, die den Bann bricht? Die Songs nehmen einen mit auf eine emotionale Reise. Denk an deinen allersehnlichsten Wunsch. Die Story und der Soundtrack reißen wirklich jeden mit. Sieh ihn nun vor deinem inneren Auge und spür ihn in deinem Herzen. Da werden Erinnerungen an das bezaubernde Original wach. Aber der Film geht mehr ins Detail und ist tiefgründiger. Diese Version von Die Schöne und das Biest wird eine ganze Generation auf wundervolle Weise prägen. Die Schöne und das Biest.